Was geht, Freunde der Karten? Willkommen zurück in meinem Kanal, wieder mal zu Marvel Snap. Und wir haben ja gestern über die neue Kartanpassung gesprochen. Und ich dachte, wir probieren heute mal ein Patriot-Deck, was da auch vorgeschlagen wurde. Schauen wir mal, wie ich damit klarkomme. Normalerweise ist das jetzt nicht so mein Lieblingsteil, aber wir schauen mal, wie wir damit zurechtkommen. Base-Strategie ist halt, entweder mit Invisible Woman den Gegner zu tricksen und ihm nicht zu zeigen, was wir spielen. Dann solltet ihr am besten sowas wie, ich würde jetzt mal pauschal sagen, Ravonna auf einer Lane spielen, Patriot, Runde 4, Iron Lad, wenn nichts anderes da ist, oder halt Iron Man, Runde 5, Sarah und dann im besten Falle nochmal irgendwie, keine Ahnung, ich werde mich da jetzt gleich mal reinspielen. Ich habe diese Decks zwar schon oft im Groben gesehen, aber ich glaube, das ist etwas, was man spielen muss. Ravonna ist auf jeden Fall ein Must-Have in Runde 2. Wenn ihr keine Invisible Woman habt, dann Patriot, Mystique zum Kopieren, damit ihr halt nochmal das Ganze verdoppeln könnt. Und im Bestfalle spielt ihr am Ende halt Ultron und überrennt den Gegner. Könnt natürlich auch noch Onslaught spielen, aber das glaube ich nur, wenn ihr Magic gespielt habt. Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken, wie ich klarkomme. Meinen Namen hier ein bisschen kleiner machen. Ich finde der so riesig. Oh, sollte besser passen. Ach gut, hier haben wir nicht viel Optionen. Okay, ich habe nichts gesagt. Spielen wir Iron Man oder Onslaught? Ich würde sagen Onslaught. Können wir nämlich auch die Kombination machen, Onslaught, Iron Man und dann Tribunal. Hier ist nicht ganz so schlimm. Wir holen uns noch eine Runde, oder? Brauchen wir die? Natürlich die Frage, wenn wir Ultron ziehen, könnten wir noch Tribunal. Ja, kommen wir holen uns noch eine Runde. Lass das bewusst hier offen, weil die Drohnen ja dann plus 3 auch nochmal bekommen. Ist auf jeden Fall kein Bot. Wie kann ich euch sagen? Ravonna lohnt sich eigentlich nicht mehr, weil ich könnte damit höchstens noch Mystique und meinen Patriot treffen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich hoffe, der hat nicht sowas wie Enchantress oder so ein Scheiß. Ich das, wenn ich das jetzt spiele? Tribunal ist zu offensichtlich, dann zieht er am Ende eh nur zurück. Mistkind. Ich wusste, irgendwie so eine Scheiße muss jetzt kommen. Das Schlimme ist, wir können jetzt eigentlich nichts Großartiges machen, um das zu retten. Wenn ich das jetzt spiele und dazu noch das und das, dann haben wir hier
Ey, das reicht nicht, Alter. Das ist halt wieder so typisch für Marvel Snap. Niemand, wirklich niemand in bestimmt 40 Spielen hat Rogue gespielt. Jetzt spiele ich einmal ein Deck, wo Ongoing wichtig ist und einer spielt Rogue. Einfach so ein Thanos-Deck. So, gucken wir mal. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben Ravonna, wir haben direkt auch Iron Man als Ziel. Das könnte eventuell funktionieren. Das ist auch nicht schlecht. Damit, ja, doch, damit können wir was reißen. Kommt drauf an, was der Gegner jetzt spielt. Ich spiele das zur Sicherheit mal hier hin. Hab keinen Bock, dass er den jetzt mit irgendwas verschiebt. Ich sehe das schon kommen, der wird jetzt irgendwie Magneto oder so ein Scheiß spielen und dann kann natürlich auch sein, dass er die andere Olle da spielt, die Dreierperle, die auch nochmal verschiebt. Aber okay, das wäre jetzt hier egal. Wobei, ich sehe gerade, es ist eben Bot. Was laber ich, Alter? Können wir snappen. So, dann noch das übliche Snap. Snap, weil manchmal fordert man den Bot damit heraus zu snappen. Gucken, ob er das macht. Wie ihr seht. Ist eigentlich egal. Bei. Lieber noch hier hin zur Sicherheit. Aber eigentlich, ich glaube nicht, dass er das irgendwie jetzt rumreißt. Weil ich habe zwar voll scheiße gespielt, aber es ist eben Bot. Reicht doch. Weil normalerweise wäre natürlich die Strategie gewesen, mit Magneto und Arrow irgendwo hinzuziehen, wo der Kingpin ist, weil alles andere wäre sinnfrei. Aber hey, wenn ihr wisst, dass das ein Bot ist, immer sofort snappen und halt versuchen, den zu herauszufordern. Dann snappen die nämlich manchmal auch. Fragt mich nicht, warum. Aber hoffen wir, dass wir jetzt mal einen Gegner kriegen, womit wir auch hier was machen können. Okay, Runde 2 Ravonna, Runde 3 Magic. Sogar eher so machen. Weil dann kosten Iron Man nur noch 3 und dann wäre das gar nicht mal so schlecht und eine Mystique nur noch 1. Ich glaube, wir können sogar snappen. Hoffe ich. Oh, ich hasse es, wenn so ein Standort kommt, ne? Ah, wobei, wir haben Patriot. Das ist also doch gar nicht so schlecht. Bewommen, Ultron und... Ah, das wird zu gefährlich. Wenn wir jetzt den Ultron erwischen, glaube ich, nehme tatsächlich mal den. Und das und fertig. Ja, das habe ich gehofft. Damit haben wir dreimal Iron Man, Alter. Ich will den halt irgendwie tricksen, ja?
Ich glaube, wir machen das hier hin. Ah, wenn der Ultron erwischt, wäre jetzt doof. Okay. Ich glaube, wenn wir den jetzt hier hinspielen, sollte das passen, oder? Vielleicht spielt er auch selber Ultron. Das ist kein Bot auf jeden Fall. So viel kann ich euch sagen. Warum? Hä? Was treibt der denn da? Hä? Was? Hä? Was war das denn für ein Move? Also selbst wenn der Blue Marvel jetzt verdoppelt hätte, so... Hä? Egal, wir haben gewonnen. Wie sein, dass der letzte Gegner dachte, er hat nur 6 Runden und das deswegen so gemacht hat, aber selbst dann wäre es schwachsinnig gewesen. Das könnte jetzt interessant werden. Wollen wir das oder wollen wir das nicht, ist die Frage. Ich sag, wir wollen das nicht, weil wir wissen nicht, was der Gegner hat. Wobei, es ist eh wieder ein Bot. Im Moment ist bei mir jeder zweite Gegner noch ein Bot. Gucken wir mal, können wir den wieder forcen? Wie gesagt, manchmal funktioniert's. Wir haben nur noch Ongoing-Karten im Deck, also Iron Lad hier hin. Man merkt, ich bin definitiv kein Experte mit dem Deck. Das kann jetzt noch Sarah und Iron Man und außerdem noch Ravonna getroffen werden. Ich könnte jetzt Onslaught hier hinpacken, dann wird es vervierfacht in Runde 7. Das wäre auch doof. Eigentlich war der Iron Lad ein Fehler. Okay, wir gewinnen zwar trotzdem, aber das hätte jetzt ganz schön nach hinten losgehen können. Alter, da hat der Bot einmal sogar halbwegs klug gehandelt. Also hätte ich jetzt nicht Ultron liegen gehabt, hätte ich verloren. Also hätte ich jetzt vorhin, weiß ich nicht, Onslaught hier hingelegt, hätte ich hier nur 2 gehabt, ich hätte verloren. Krass. Ja, okay, nicht gerade die beste Starthand. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen richtigen Gegner.
Faction vielleicht. Dann wir hauen den mal hier hin. Also abgesehen von Invisible Woman und Mystique könnten wir jetzt eigentlich sogar mit einem Iron Lad eine halbwegs vernünftige Karte treffen. Ich überlege noch, ob ich überhaupt snappen soll. Kommt jetzt gleich wieder bestimmt am Ende ein Dingens. Ein richtig fetter hier. Null. Super. Eine Invisible Woman mit 9 ist auch nicht so schlecht. Sechs. Können wir Tribunal noch spielen? 15. Die werden dann auf 30 aufgeteilt. Sind also 10 auf jedem Standort. Wenn wir dann noch einen Onslaught dazu spielen. Ja, sowas in der Art, dachte ich mir. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nein, ich glaube nicht, dass das reicht. Der hat wieder alles gehabt, der Gegner, ne? Eigentlich nicht mal schlecht gewesen, aber hat natürlich nicht wieder gereicht, weil der gegnerische Spieler wieder so übertriebenst eskalieren musste. Das ist halt das Eklige, wenn einer halt ein Destruction Deck hat und übertrieben krasse Moves dadurch machen kann. Wenn ich das Deck spiele, ich habe immer nur Müll auf der Starthand. Immer. Ich vermute mal, der spielt High Evo. Aber da wieder Bot, können wir wieder herausfordern. Wäre jetzt nicht so schlimm. Wir machen lieber das, weil ich möchte nicht, dass der hier das oder das kaputt macht. Okay, damit hat sich das auch erledigt. Doch lieber andersrum, würde ich sagen, ne? Weil eigentlich wäre... Nein! Ah, scheiße, eigentlich wäre klüger gewesen, den Iron Man-Effekt zu kopieren. Ich glaube, daraus hätten wir mehr Boni gezogen.
Aber wir haben ihn wieder dazu geforst, ein bisschen mehr Power zu geben. Dafür, dass er ein Bot sein soll, spielt er gar nicht so schlecht. Ah, ja, manchmal zieht so ein Bot auch zurück. Das ist wieder ärgerlich. Ich würde sagen, einen machen wir noch und dann soll es das gewesen sein. Auch wenn ich es nicht so richtig... Also, ich weiß nicht, wie viele Spiele Cozy Snap macht, um halt ein vernünftiges Gameplay aufzunehmen. Aber mir scheint das aktuell nicht zu gelingen. Auch jetzt nicht gerade die geilste Starthand. Wieder ein Destruction Deck. Das kann ja lustig werden. Bis auf Mystique könnten wir hier eigentlich gute Sachen treffen. Es wird bestimmt Mystique werden. Wird schon kommen. Geht ja sogar. Wir könnten jetzt noch ein Iron Man spielen, Onslaught und dann Tribunal. Das könnte lustig werden. Es sei denn, der spielt wieder Rogue oder so. Oder irgendwie was, um das hier zu killen. Boah, das wird krass, Alter. Das wird jetzt vervierfacht und dann Tribunal dazu. Was kann... Und wenn der jetzt nichts macht, dann wird das... Dann wird das heftig. Das hätte sich jetzt einfach aufgeteilt. Achtet mal, ey. Oder hätte ich erst Tribunal spielen sollen? Scheiße. Boah, das wäre jetzt heftig gewesen. 1808, dann wären da ja nochmal 9 dazugekommen, die dann auch nochmal vervierfacht worden wären. Boah. Ja, ihr seht, das Deck hat halt multiple Win-Conditions, aber ich muss sagen, also entweder fehlt es dem Deck noch an Feinschliff, mein persönliches Deck wird es nicht sein, weil es ist einfach manchmal, ihr seht es selber, dann kommt ein Rogue, macht euch alles kaputt und das war's dann. Es kann natürlich genauso gut sein, ihr spielt einfach nur ein Patriot, ein Ultron und das war's dann schon, oder ein Patriot, eine... Mystique und das war's dann, aber ich hatte bisher nie so richtig die Chance, einfach darauf zu riskieren, weil sonst wäre das einfach krass nach hinten losgegangen. Ja, von meiner Seite aus war's das. Schaut natürlich auch gerne in die anderen Videos wieder rein. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Bis zum nächsten Mal und ciao. What a game.